Was geht, Leute? Wir sind jetzt direkt bei einer weiteren Folge. Let's Play Fallout 76. Wir müssen jetzt hier noch die abgeschützte Flugerschein-Quest zu Ende bringen. Ich mache mir jetzt eben, gehen wir ein bisschen Gemüse pflücken und so. Mais flippen. Klingt auch noch Mais. Audio. Null. Brauche ich alles mit. Gewicht von 240 mit Klinker und Tether APP. Lebensmittel, die wir auch stark haben. Wenn wir Lebensmittel noch ein bisschen aufbrauchen können und so, dann geht das richtig gut. Das Ding ist halt, Munition gibt halt auch was, deswegen schieße ich das immer mit einer Waffe sein. Ich so wenig Munition wie möglich umschlagen muss, also verschiedene Munitionsarten zumindest. Ja, na, steht hier gar nichts Gescheites mehr, ne? Wo ist los?
ruhig überhaupt? Wir hatten kaum Zeit zum Reden. Tja. Oh, wir sind immer. Dann wir rausmachen. Ich kann sagen, dass ich mich absolut total freue, Sie zu sehen. Was war das für ein Geräusch? Oh, das sind nur wieder meine Ketten. Küss auf einen Blick. Ich bin gerade auf Zicht und hätte nichts gegen Gesellschaft. Ich esse all, trinken ist mein Fall. Und der bleibt erstmal ungelöst, Schätzchen. Riecht es hier unten nach Alkohol oder bilde ich mir das nur ein? Ja, das Lukas schon. Also, wenn das Leben Ihnen mal übel mitspielt, dann sprechen Sie doch einfach den guten alten L an. Rieche ich da etwa Lukaschein? Ist das mal in meiner Aufnahmekammer und... Wow! Na, teste ich mal einen Drink. Und hier der Bericht. Qualitätsbewertung? Köstlich. Nebenwirkungen? Übelkeit? Abhängigkeit? Leibnierenschäden? Die Liste geht noch weiter, aber das wäre Syndrom. Ihre Gäste werden ausflippen, wenn sie das ausschenken. Werden sie es überleben? Ungewiss. Aber hängen wir uns nicht an Details auf. Möchten Sie morgen nochmal wiederkommen und mir bei meinem täglichen Qualitätstest helfen? Ich habe noch viel mehr Rezepte auszuprobieren. Noch mehr Gesellschaft? Bis heute etwa mein Geburtstag? Wir können Bauschutzzone herstellen, mach ich. Meine Freunde, Was? Wir haben die Quest fertig. Sehr schön. Es war einmal ein Hirn in einem Behälter. Und wenn es nicht gestorben ist, dann trinkt es noch heute. Seien Sie nicht so schlau, plaudern wir doch etwas. Fertig.
endlich. Ich habe gesagt, das neue Projekt übelst halt aufgenommen, ja, und nächste Woche Sonntag vorproduziert, das Projekt geht und dann ist das halt los und ja. Das sollte eigentlich ein Multiplayer-Projekt werden, aber die Menschen werden die Zeit haben, mit denen man das spielen will und die davor einen genervt haben, dass du mit dir spielen sollst und das Spiel nicht gehabt hast, dann legst du das Spiel zu und dann spielen sie es nicht mit dir. Was kommen da schneller? Hier quasi schon mal in die Nähe. Ja, ich sehe gerade 10 Minuten. Ja, mal gucken. Systeme online. Waffensystem wird geladen. Initiiere. Patrouillenroutine. Achtung, Bürger. Verlassen Sie bitte umgehend den Bereich. Responder. Einsatz läuft. Gefahrenstufe hoch. Bitte erwägen Sie, anderen Hilfe bedürftigen beizustehen. Spenden Sie überschüssige Vorräte an die Responder. Bitte
melden Sie verdächtige Raider-Aktivitäten an die Responder. Konfrontieren Sie die Raider nicht auf eigene Faust. Responder, Notfall, Vorratsstandort, M1. Alarmsystem entdeckt. Initiiere Ferninterface. Interface gesichert. Starte Testroutine. Achtung, Sicherheitssysteme sind während des Tests offline. Bitte sicherstellen, dass diese Einheit nicht beschädigt wird. Was? Okay. Das war's. Ciao. Moin, ich hab nur gespürt, dass ich hoffe, das muss reichen. Ich höre zum Beispiel gerade gar nicht. Weil wegen, keine Ahnung. Thank you.
wunderschön gebundenen Bücher voller Geschichten, Wissen und Historie. Oh, ich liebe meine Bücher. Ich werde sie immer lieben. Aber wie mir scheint, werden Bücher in letzter Zeit immer mehr zu einer... Man liest mehr auf Papier. Neulich habe ich im Laden ein paar Studenten gesehen, die nur die Buchtitel gelesen haben. Sonst nichts. Oh, ist das zu glauben? Oh, den Inhalt eines Buchs alleine nach dem Umschlag zu beurteilen. Oh, einfach unvorstellbar. Jetzt ist alles nur noch Holoband dies, Terminal das. Danke, Robco, dass ihr für den Untergang des Buches sorgt. Und, wenn wir schon mal dabei sind, für den Untergang unserer gesamten Zivilisation. Und für alle Schnüffler. Die Ironie, dass ich meine Tirade hier mit einem Holoband aufnehme, ist mir nicht entgangen. Ich kann sehr wohl den Tod meiner Lieblingsbeschäftigung beklagen, ohne völlig von gestern zu sein. Vielen Dank auch. Gern geschehen. Warum sollte ich mir Bücher, ein Buch rumschleppen oder mehrere Bücher, die kiloweise wiegen, wenn ich da ein Tablet als Beispiel haben kann oder ein Smartphone, wo zig Millionen Bücher drauf sind? Ja, also. Ja. Ah, naja. Gut. Na, wie seht ihr das? Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben. Deswegen würde ich auch in der Schule. Scheiß auf Bücher, Alter. Tablets. Tablets für den ganzen theoretischen Scheiß. Oder wenn du was drauf schreibst, kannst du trotzdem noch Arbeitsblätter austauschen und hast nicht gesehen, Alter. Ich hab einfach einen Biber drum geschimmelt. Ob wir jetzt gleich wieder laufen können.
Was? So. Wie viel hat es euch gefallen? Alle abonniert den Kanal, lasst ein Like da, teilt das Video, schaut in die Videobeschreibung, folgt mir auf Instagram, Twitter und Co. Und macht's gut, macht's besser. Ciao mit V.